Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Ich habe ihn hier, den großen Lush-Adventskalender, der ist wirklich schwer und ich möchte gerne mal hineinschauen, ne? Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Der kostet 250 Euro, das heißt pro Produkt über 10 Euro und es gibt aber auch noch eine kleinere Variante, den stellt euch die liebe Nicole vom Kanal Chiquitas Place vor, schaut gerne mal dort vorbei und wir haben gelost und ich habe dieses losgezogen und er ist überhaupt nicht weihnachtlich gestaltet, aber ich bin mal gespannt, was wir hier so drin finden dürfen. Ja, mal gucken, ne? Ich habe noch nie was von Lush verwendet, er riecht unheimlich gut und ich muss ihn abstellen, der ist zu schwer. Und solltest auch du Teil der Crew werden wollen, dann abonniere doch super gerne meinen Kanal und folge mir auf meiner kleinen, aber feinen Beauty-Reise. Zum Wiederverwenden ist diese Box bestimmt großartig. Du hast hier nämlich auch so richtig, ne, koffermäßig Griffe und hier hast du so Klappen zum Hochklappen. Dann hier auch noch eine große Klappe. Ich glaube, das kann man auch nachher dann alles rausnehmen, ne? Das sind leider Kläppchen und nicht Boxen. Lush ist übrigens vegan und tierversuchsfrei und hier starten wir mit einer Schneemann-Badebombe. Ich glaube, wenn man die verwendet, schmeißt man die aber nicht komplett rein, oder? Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Ich würde hier wirklich so einen Teil von abbrechen oder so. Und riecht sehr frisch, aquatisch. Es gibt übrigens auch so ein kleines Begleitheft und da kann ich euch sagen, dass hier 140 Gramm drin sind und das ist das Dreaming of a White Christmas Badebombenprodukt und das soll wohl irgendwie sogar glitzern. Tauch ein in eine magische Welt mit glitzerndem Meersalz, das die Haut reinigt und wärmenden Düften von Kardamom und Jasmin, okay? Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Das erinnert mich eher an ein Osternest, weil wir haben hier sogar grün dieses Füllmaterial und gelb ist es so außen drum herum. Ne? Ist ganz crazy. Am 2. Dezember habe ich hier so eine, ich glaube, das soll eine Zipfelmütze sein. Riecht ganz extrem nach Zimt. Also mag, glaube ich, echt nicht jeder. Das ist 100 Gramm von dem Christmas Kisses Schaumbad. Hüll dich in eine Bubble-Decke aus wärmendem Zimt und mit Gewürznelken und erlebe eine Merry Christmas. Das ist schon sehr intens, ne? Wow. Selbstverständlich auch mit dabei ist hier die Nummer 3 und hier habe ich eine Sleepy Body Lotion. Das finde ich cool. Man kann wohl die Verpackung nach Lush zurückbringen, um dort dann auch irgendwie was für zu bekommen. Ich weiß nicht. Oder man kann sie einfach so zurückbringen und kann sie dort entsorgen. Male dir einen Traum mit Pinselstrichen aus sanftem Haferflockenaufguss und Lavendelblüten. Interessant. Und hier steht irgendwas, dass Paolo das hergestellt hat. Das ist natürlich richtig süß, ne? Muss ich wirklich sagen, das kenne ich auch nicht, dass halt die Menschen, die es hergestellt haben, hinten drauf abgebildet sind. Und sogar wann er das hergestellt hat, bis wann das haltbar ist, das finde ich sehr charmant. Hier sind auch wohl 50 Milliliter drin, nee, 45 Milliliter drin steht hier drauf. Hier haben wir übrigens die Nummer 4, ganz weit hinten. Okay, und da ist auch wieder ein Tübchen drin, ein Lippenpeeling mit 25 Gramm, hergestellt von Lucia. Das ist sehr, sehr süß, sehr, sehr süß. Mit Zucker ist das Ganze, ja. Genau. Kann man ab und an auch mal ganz gut gebrauchen, ne? Wenn man zum Beispiel irgendwie so ein Liquid Lipstick getragen hat oder generell, wenn die Winterhaut halt so ein bisschen trockener und spröder ist, mache ich das ab und an mal. Weiter geht die wilde Reise am 5. Dezember. Da habe ich auch wieder so eine Badebombe drin und da haben wir so einen Mistelzweig drauf. Die riecht auch sehr weihnachtlich, aber hat auch was Kirschiges mit dabei. Das ist die Lil Lush Putt Badebombe, okay, 90 Gramm. Sieht aus wie ein Dessert, duftet wie Dessert. Für ein sprudelndes, süßes und aromatisches Bad in der Wanne servieren. Mhm. Interessant. Aber ist das wirklich nur für ein einziges Bad? Das wäre natürlich abgefahren. Das wäre dann immer ein sehr luxuriöses Bad jedes Mal, ne? Da wir am 6. Dezember den Nikolaustag haben, erwarte ich hier natürlich etwas Besonderes. Und hier habe ich die Lippenmaske drin. Unser Zaubertrank für Geschmeidigkeit, dezenten Glanz und süße Bubblegum-Lippen. Okay, das ist auch übrigens aus Glas hier, ne? Das finde ich auch sehr, sehr schön. 18 Milliliter haben wir hier drin enthalten. Und das hört sich auf jeden Fall super charmant an. Und das wirkt auf mich auch so, als wären das halt Produkte, die auch extra für den Adventskalender so hergestellt werden. Oder das sind halt welche, die dann auch später mal in den Shop kommen, weil das ganze Design halt super schön weihnachtlich ist. Oh, und das riecht richtig lecker. Oh Gott, das will man am liebsten essen. So ein bisschen Bubblegum, aber mit Minze gemischt. Am 7. Dezember kleben die ganzen Fäden hier dran. Ich glaube, das ist eine Seife oder so. Das ist halt immer der Nachteil, wenn Sachen halt wirklich unverpackt ankommen. Das schmilzt direkt hier bei Körperkontakt.
Unglaublich, ja, das ist auch eine Seife. So schaut die dann quasi aus. Da ist auch irgendwie was drin. Die ist so grün und so, ne? Also richtig abgefahren, super weich auch irgendwie. 100 Gramm von der Christmas Light Seife. Schäum dich ein und lass dich von den weihnachtlichen Lichtern in die Vergangenheit entführen. Der Duft von Weihnachtsbäumen weckt glückliche Erinnerungen. Das ist echt charmant. Die Nummer 8 darf machen, dass es kracht. Und ich finde, das Design jetzt, also sieht jetzt nicht so schön aus. Wirklich nicht. Das riecht aber sehr, sehr intens. Huh, das riecht nach sehr krass blumig. Altbacken fast schon. Das ist das Dorothy-Schaumbad. Es soll übrigens ein Regenbogen hier oben drauf sein und der Himmel. Aber ja gut, von der Entfernung sieht man das schon. Doch, ja, ist ganz süß. 100 Gramm am Ende dieses nach Ylang-Ylang und süßer Feige duftenden Regenbogens werden deine Träume wirklich wahr. Okay. Ist halt für mich auch das erste Mal, dass ich so einen Lush-Adventskalender überhaupt auspacke. Ne? Ich habe den auch schon woanders mal gesehen, da sah das immer super nice aus, aber ich bin halt echt noch nicht so ganz davon überzeugt, muss ich sagen. Oh, in der Nummer 9 dürfen wir uns über etwas riesiges, glitzerndes freuen. Das sieht so ein bisschen aus wie ein Universum. Ne? Das sieht so aus. Genau. Oh, das riecht auch sehr minzig. Ein bisschen nach Erkältungsbad. Und das glitzert halt echt krass, ne? 200 Gramm Intergalactic-Badebombe. Dieser fantastische Mix lässt dich nicht mehr los. Wie The Guardian of the Galaxy, wenn sich die Badebombe in deiner Wanne ausbreitet. Okay. In der Nummer 10 darf es mit einem Pinguin weitergehen. Den finde ich süß. Ich habe ein Herz für diesen Pinguin. Ne? Er sieht ein bisschen creepy aus, aber ich glaube, er ist ganz gut zufrieden mit sich und seinem Leben, bis er sich dann irgendwann mal in Wohlgefallen auflösen wird. Der riecht toll. Das ist so bislang mein Lieblingsduft. Das hat einfach was von frisch, gebadet, leicht so pudrig, aber nicht zu Kopfschmerzen pudrig. Was haben wir denn hier? 170 Gramm von der Penguin Badebombe. Dieser knuddelige Pinguin möchte in deine Wanne hüpfen. Genießt das frische Prickeln und beruhigenden Zitrusduft. Ach was. Ich bin sonst überhaupt kein Zitrusfan, aber den finde ich echt toll. Ich muss auch aufpassen, dass die sich nicht alle so zu nah kommen, weil ansonsten gehen die ja kaputt, ne? Oh, am 11. Dezember haben wir ein paar Berge hier drauf. So schaut es einmal aus. Das ist die Badebombe. Das ist riesig. Oh Gott, ja, die riecht intensiv. Das ist eher was für meinen Freund, glaube ich. Snowdrift Badebombe. Ein Wunderland aus glitzernden blauen Flocken verströmt den frischen Duft von Eukalyptus und Pfefferminze. Yo. Das ist eher was für meinen Freund. Huh, das ist Erkältungsbad-Vibes. Halbzeit, die Nummer 12 habe ich jetzt hier. Drummers Drumming, Duschjelly. Der Duft von Grapefruit, Davana und frischem Pfirsichsaft gibt den fruchtigen Rhythmus vor. Das ist süß. 100 Gramm sind hier drin enthalten. Das dürfte vielleicht für mich persönlich, ganz persönlich, ein bisschen zu zitrisch sein. Aber vielleicht werden wir Freunde. Das muss ich mal ausprobieren. Auch hier, Paolo war sehr, sehr fleißig und hat auch dieses Produkt hergestellt. Ja, also wir haben eine Seife, wir haben vier sonstige Produkte, wir haben zwei, vier, sechs, sieben Badebomben, die echt niedlich in diesem kleinen Körbchen aussehen. Nur das werde ich wahrscheinlich auch genauso bei uns ins Bad stellen. Also ich glaube, das kann hier was mit uns werden, aber 250 € ist wirklich eine Stange Geld dafür, ne? Da muss ich mir wirklich nochmal durchlesen, wie es aussieht, ob man diese Badebomben halt auf verschiedene Anwendungen aufteilen kann oder ob das wirklich pro Anwendung ist. Und ich sehe gerade, dass wir sogar 25 Kläppchen haben. Yay, ist gar nicht die Halbzeit gewesen. Egal. Am 13. Dezember haben wir einen glitzernden Wirbel quasi. Schaut so aus. Das riecht fruchtig, aber auch ein bisschen muffig, hätte ich jetzt fast schon gesagt. 100 Gramm The Magic of Christmas Schaumbad. Magische rot-goldene Bubbles mit goldenen Sternen und einem aromatischen, süßen Duft. Ich weiß nicht. Ja, es hat schon was von irgendeiner Süßigkeit, von irgendwelchen Weingummis oder so. Feiere ich jetzt aber nicht so sehr. Vor allem, da spricht jetzt kurz auch mal die Hausfrau hier, ne? Glitzer in der Badewanne rauszukriegen, ist echt immer ein Graus, das sage ich euch. Schauen wir mal, wie es jetzt in der Nummer 14 aussieht. Hier haben wir auch wieder eine Seife drin enthalten. Und zwar ist das wohl mit Orange und Nelken oder so, wenn ich das jetzt richtig sehe. Da haben wir jetzt auch richtig so ein. So, es find, sowas finde ich immer cool, ne? Wenn du es halt richtig in der Seife drin hast. Das riecht schon abgefahren. Aber nicht so ganz nach normaler Orange. Das ist die Red Rooster Seife. 100 Gramm. Erfrische deinen Körper mit brasilianischem Orangenöl und wecke deine Sinne mit wärmendem Sternanis. Es passt auf jeden Fall vom Duft her in die Weihnachtszeit. Und ich weiß nicht, muss das so, dass die Seifen halt so super glitschig sind, so super
weiß ich nicht. Weil so warm ist das hier drin jetzt auch nicht, ne? Am 15. Dezember habe ich Jocknock, eine Bodylotion, drin enthalten. Ein cremiges, nach Karamell duftendes Dessert. Für die Haut mit beruhigenden Gewürznelken und weichmachender Bio-Kakaobutter. Oh, 45 Milliliter sind hier drin enthalten. Sowas finde ich schön. Das hört sich richtig toll an. Nach etwas, was ich ganz toll finde und ganz großartig lieben werde. Lean hat es hergestellt. Und zwar erst am 2.9. Das ist echt gerade erst ganz frisch, ne? Auch am 16. Dezember haben wir ein nicht klassisches Badeprodukt, und zwar Sleepy Bear, das Duschgel. Der Aufguss aus Hafer und Lavendel schäumt entspannend auf. Für eine bärig beruhigende Dusche vor dem Schlafengehen mit 110 Millilitern. Und das hat Christian hergestellt. Und ich weiß nicht, ist da auch Glitzer drin? Oha, muss ich mir auf jeden Fall mal ein bisschen genauer anschauen. Kann ich ja mal dran riechen. Lavendel kommt hier ganz intensiv raus. Also positiv finde ich übrigens auch, das ist echt bis oben hin voll, ne? Echt, echt nice. Und es glitzert halt total. Aber finde ich trotzdem irgendwie cool. Ach, ich habe hier so eine Ader gefunden, wo es eher so weniger um Badebomben geht. Rose Jam Duschgel. Oh, Duschgel hinter Duschgel. Auch von Lush natürlich, 100 Milliliter. Türkisches Rosenabsolü und wunderbares Arganöl tanzen gemeinsam auf deiner Haut und hinterlassen einen betörend blumigen, langanhaltenden Duft. Okay, das hat Dan hergestellt und sowas spricht mich sehr an. Sehr, sehr. Sehr. Oh Gott, riecht das gut. Das als Duft, das wäre schön. Apropos Duft, ich glaube, die haben sogar Parfums. Ich würde mich so freuen, wenn hier auch Parfum dran wäre. Bei dem Preis wäre es echt angemessen. Meine Badebombe am 18. Dezember ist leider kaputt gegangen. Schade. Das muss hier wahrscheinlich draufgeklebt werden oder so, ne? Schaut so aus. Das ist irgendwie so ein Pöttchen mit Sternchen. Riecht sehr, sehr zitrisch. Oh, das kitzelt mir richtig in der Nase. 100 Gramm Gold Star Schaumbad. Folge diesem Stern in die Wanne und tauche ein in Olibanum und Sandelholzbubbles mit goldenem Schimmer. Okay. Olibanum scheint irgendwas Zitrisches zu sein. Oh wow, und der Goldschimmer ist wirklich real. Herzlich willkommen in der Weihnachtswoche übrigens, Leute, ne? Das war jetzt schon der 18. Dezember. Weiter geht's am 19. Dezember mit einer sehr hübschen pinken Kugel, die halt so ein bisschen marmoriert ist, ne? Oh, die riecht nach Bubblegum, die riecht richtig gut. 180 Gramm Snow Fairy Badebombe. Snow Fairies ziehen durch deine Wanne, ich hoffe nicht, während ich drin liege, und schlagen kräuselnde Glitterwellen im pinken Bubblegum-Wasser. Okay, riecht sehr geil. Oh, die 20 ist richtig schön groß und da ist auch was Großes drin. Und zwar eine Duftkerze. Hot Toddy. Das ist richtig cool. 200 Gramm sind hier drin enthalten. Und ja, 200 Gramm. Da müssen wir gleich mal das Näschen dran halten, ne? So schaut das aus. Das ist hier auch irgendwie so eine Blechgeschichte. Oh Gott, das ist sehr intensiv. Da muss man gucken, ob man das mag. Sehr, sehr zimtig. Wenn ich nicht so viel Geld dafür bezahlt hätte, könnte ich die aus Spaß meinem Schwager schenken. Der hasst Zimt. Das ist selbst mir zu krass, Leute. Ich mag Zimt eigentlich gerne. Erfülle dein, also Hot Toddy Duftkerze, ne? Erfülle dein Zuhause mit dem Duft festlicher Gewürze und der Aussicht auf gemütliche Winterabende vor dem Kamin. Naja, wow, ja, ja. Ach, das finde ich süß. Am 21. Dezember haben wir hier so eine Zuckerstange drin enthalten, aber auch das ist natürlich eine Badebombe. Die riecht auch eigentlich ganz gut, aber die haben alle irgendwie auch was Frisches, Minziges mit dabei. 100 Gramm Candy Cane Mehrfach Schaumbad. Häng den Stock an den Baum oder wirble ihn für süßen Pfefferminzschaum durch die Wanne. Ja, Pfefferminz, ne? Mega krass. Hat aber auch irgendwas von Schoko-Pfefferminz mit dabei. Also so ein bisschen After Eight Style, vielleicht für meinen Freund ganz nice. Super schwer ist diese Badebombe aus dem 22. Dezember, also zwei Tage vor Heiligabend. Und das ist so ein Hexagon. Oh. Also wenn du direkt dran riechst, ist es schon intensiv, ne? Aber ich glaube, das muss ja auch so. Ich meine, wenn du Schaumbäder hast, die sind ja halt, wenn du da direkt dran riechen würdest, würdest du ja auch vom Stuhl fallen. 190 Gramm von der Magic Badebombe, ein Zauberspruch für Vitalität und Wohlbefinden. Löse deine Sorgen mit der Magie von Basilikum, Pfefferminze und Rose. Das ist schon intensiv, aber sehr, sehr angenehm irgendwie. Also da hatte ich schon welche mit dabei, die mir ein bisschen mehr in der Nase gezwirbelt haben. Das hat was. Wir haben hier am 23. Dezember, einen Tag vor Heiligabend, noch ein Duschgel drin. Also wir dürfen ordentlich duschen hier, ne? For sparkle like there's no snow tomorrow, leather up in candies. Ach, das ist auf Englisch. Ach, das ist ja was.
Lass dich von süßem Schaum umhüllen. Er schimmert mit einem Zauber, den es nur einmal im Jahr gibt. Okay, 100 Milliliter sind hier drin enthalten. Auch da werde ich mal dran riechen. Könnte von der Farbe her auch so ein bisschen... oh Gott, das ist richtig krass Schimmer. Guck mal, hat sich hier ein bisschen abgesetzt. Dann sieht man den auch, glaube ich, ganz gut. Eieieiei. Ein bisschen süßlich vielleicht mal. Oh Gott, ja, richtig süß. Erdbeere. Ich weiß nicht, ob ich so viele Duschgele hier drin brauche, ne? Sind 100 Gramm drin enthalten. Schauen wir mal. So, Heiligabend, der 24. Dezember. Das ist schon süß. Das ist so ein Cupcake, ne? Glaube ich. Bist du ein Cupcake? Sieht auf jeden Fall so aus. Genau. Und der riecht auch wieder nach diesem Bubblegum, aber super dezent. Father Christmas Badebombe mit 190 Gramm. Das soll übrigens ein Eisbecher sein. Nee, Quatsch. Das soll... Warte, das soll der Nikolaus sein. Wenn ich das jetzt so von Weitem halte. Okay, ich glaube, man erkennt's. Tauche ein in ein süßes Wasser, während das Rot von Santas Wangen verschwindet und ein grüner Kern zum Vorschein kommt. Oh, da ist sogar was mittendrin. Abgefahren, ne? Und dann schauen wir mal, was wir am 25. Dezember hier drin haben. Da haben wir es. Sehr nice. Magic of Christmas. Wir haben ja ein Parfüm drin. Das finde ich richtig gut. Handgefertigt mit feinsten ätherischen Ölen. 15 Milliliter sind hier drin. Wie einfach alles so doll riecht, ne? Hatte ich echt gehofft, dass wir den auch hier drin finden dürfen. Achso, ich habe eben einen anderen Adventskalender geöffnet. Das heißt, da habe ich schon einen drauf. Kann ich ja mal hier winke, winke, ne? Bin ich gespannt, wie der riecht. Ich hoffe, dass es irgendwie auch was Süßliches mit dabei hat, aber halt auch irgendwie was Festliches, was Edles. Ja, das sieht total blöd aus, wenn man seine Hand wedelt, ne? Ich hätte es auch einfach auf so ein Stäbchen machen können. Aber ich will ja, dass der Duft sich entfaltet. Okay, der hat was von Apfel. Mhm. Weiß ich nicht, ob ich den mag. So ein bisschen wie ein Apfelwein oder so riecht der. Glaube an Wunder mit frischer Grapefruit und Petit Grain, herzerwärmendem Zimt und süßem Johannesbrotbaumharz. Oh, das ist wirklich sehr, sehr speziell. Mhm. Harz kommt wirklich raus. Harzig. Das würde ich an der Tanne riechen, irgendwie. Aber halt nicht tannig, sondern halt an dem Baumstamm, ne? Das ist interessant, sagen wir es mal so. Ein anderer Duft wäre vielleicht noch ein bisschen schöner gewesen, weil das ist sehr, sehr speziell. Finde ich wirklich. Also das ist jetzt so nicht so ein Wow-Duft. Vielleicht muss er sich erstmal entfalten. Aber mich haut er jetzt echt nicht von den Socken. So will ich jetzt eigentlich nicht unbedingt riechen. Nun, wir sehen hier einen Teil des Adventskalenders stehen. Der andere befindet sich in diesem schmucken Körbchen hier. Also ich fühle mich wirklich, als hätte ich hier irgendwas für Ostern ausgepackt, weil das ist eigentlich ein Osterkörbchen. Es duftet schön, es sieht gut aus, es hat ein süßes Design und es ist handgemacht. Und irgendwie hat man auch ein gutes Gefühl, weil es tierversuchsfrei und vegan ist. Aber ganz ehrlich, Leute, 250 Euro, das ist doch bekloppt. Also dafür so viel Geld auszugeben, weiß ich nicht, würde ich wirklich nicht empfehlen. Dann macht das besser so, dass ihr im Shop einfach guckt, welche Badebomben findet ihr süß, so einen kleinen Pinguin oder so, ne? Und dann noch vielleicht so einen Santa, der aussieht wie ein Eisbecher, und kauft die Sachen oder im Laschladen selber, ne? Und macht dann halt mit einem Körbchen und irgendwie ein paar anderen schönen Sachen was, ne? Aber ich glaube, das ist ein bisschen heftig. Was meint ihr? Schreibt es gerne in die Kommentare, da können wir uns gerne mal austauschen. Ich bin auch mal gespannt, was Nicole so auspackt, was in dem kleinen, in dem normalen quasi drin ist, der ja auch sein Geld kostet. Also ich werde mir den sehr wahrscheinlich nicht nochmal holen, ne? Das war jetzt einfach mal so zum Kennenlernen, dass ich weiß, was es ist. Ich muss natürlich auch noch gucken, wie sind die Badebomben so in der Badewanne. Aber jetzt vom Hocker gefallen bin ich ja ganz offensichtlich nicht. Und dann wäre es hier von mir gewesen. Wenn es dir hier gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.